Hautkrebsprävention, was Sie wissen müssen. Ihre Haut ist das größte Organ Ihres Körpers. Ihre Haut spielt eine wichtige Rolle beim Schutz vor Krankheiten und Infektionen. Wenn Ihre Haut gesund ist, bildet sie eine starke Barriere gegen schädliche Krankheitserreger und Umweltgifte. Warum sich interessieren? Das Melanom ist die aggressivste Form von Hautkrebs und kann tödlich sein, wenn es nicht frühzeitig behandelt wird. Nach Angaben der American Cancer Society wird für das Jahr 2022 in den Vereinigten Staaten von mehr als 100.0009 Fällen von Melanomen und mehr als 7.000 Todesfällen durch die Krankheit ausgegangen. Hautkrebs kann erfolgreich behandelt werden, wenn er frühzeitig erkannt wird. Aus diesem Grund sollten Sie unten lesen und sichere Maßnahmen ergreifen, damit Sie und Ihre Lieben tödliche Folgen verhindern können. Untersuchen Sie Ihre Haut regelmäßig. Überprüfen Sie Ihre Haut regelmäßig auf Veränderungen oder Anomalien, einschließlich neuer Muttermale oder Veränderungen bestehender Muttermale. Üben Sie eine Routine zur Gesichts- und Körperpflege. Tragen Sie Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 45+ auf Gesicht und Körper auf und tragen Sie es dann alle 2 Stunden nach dem Schwimmen oder nach dem Training erneut auf. Mit Kleidung abdecken. Suchen Sie Schatten auf, vermeiden Sie Sonne und Bräunung. Für mehr Information: Akneprävention, eine Hautpflegeroutine und die dauerhafte Umkehrung von Hautschäden. Akne kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, darunter hormonelle Veränderungen, Stress, Ernährung und Genetik. Zwar gibt es keine. Medium.com. Die 7 besten Hautpflegeroutine-Tipps für den Körper. Jeder wünscht sich eine gesunde, strahlende Haut und einen schönen, straffen Körper. Medium.com. Dritter, vermeiden Sie Shampoos, Spülungen, Feuchtigkeitscremes und Körperwaschprodukte, die Giftstoffe enthalten können, die das Risiko für Hautkrebs oder Sonnenempfindlichkeit erhöhen können. Obwohl sie darauf ausgelegt sind, Haare und Haut zu reinigen und mit Feuchtigkeit zu versorgen, sollten Inhaltsstoffe wie Parabene, Phthalate, Duftstoffe und andere Giftstoffe vermieden werden. Vierter, vermeiden Sie es, sich während der Hauptverkehrszeit zwischen 10 und 16 Uhr in der Sonne aufzuhalten. Fünfter, achten Sie auf die Gesundheit Ihrer Haut, indem Sie aggressive Chemikalien vermeiden und Schnitte oder Wunden umgehend behandeln. Sechster, verbessern Sie das Immunsystem durch Nahrungsergänzungsmittel, einen hohen Anteil an Obst und Gemüse und eine nahrhafte Ernährung voller Antioxidantien und freier Radikale, die sich an Krebszellen binden und diese zerstören. Wein enthält beispielsweise Polyphenole, die diese freien Radikale bekämpfen können. Siebter, achten Sie auf die Auswirkungen Ihres Hauttons, Ihrer Familiengeschichte und Ihrer Genetik auf die Erhöhung Ihrer Hautkrebsanfälligkeit. Achter, achten Sie auf Hautunregelmäßigkeiten wie fehlende Symmetrie, Verfärbungen, Durchmesser über 6 mm, verschwommene oder gezackte Ränder und die wechselnde Entwicklung verdächtiger Stellen. Neunter, besuchen Sie einen Dermatologen. Wenn Sie Veränderungen oder Anomalien an Ihrer Haut bemerken, suchen Sie einen Dermatologen für eine gründliche Hautuntersuchung auf.